Was liegt an? Ich kann auch einen Pudding nach dem Sinn des Lebens fragen. Rüdi, ich will doch nur wissen, welchen Eindruck du von ihm hast. Der ist so verschlossen uns gegenüber. Wenn er eine Idee hat, irgendeinen Plan, bin ich schon zufrieden. Wir wollen zusammenziehen. Marc ist zu 100% elternfinanziert. Wir sind ihm ja zuständig. Er sieht aus und muss sehen, wie er zurechtkommt. Ja, du hast dich nie zuständig gefühlt. Und was tue ich hier gerade? Selma ist schwanger. Vielleicht braucht er Gespräche mit Erwachsenen, die ihr helfen können, ihr Hilfe anbieten. Manchmal sind es Kleinigkeiten, zu wissen, dass jemand das alles zahlt. Das war ja Selma. Den habe ich nie wieder gesehen. Du kannst eine Frau nicht zu einem Abbruch zwingen, wenn sie nicht dazu bereit ist. Sie haben nicht versucht, dich zu irgendwas zu überreden oder dir zu raten? Ich will deine Problemlösung nicht. Ich sah ihn jetzt nicht mehr verschworen, ich sah ihn jetzt wirklich. Sie wollen das Kind, weil sie Geld haben, Platz und Zeit. Und weil sie gerne noch einmal Mutter wären.